Willkommen bei Raira. Heute geht es um das Thema Tribulus terrestris. Tribulus terrestris, auch bekannt als Erdwurzeldorn oder Erdsternchen, ist eine Pflanze aus der Gattung der Burzeldorne. Tribulus terrestris soll den Testosteronspiegel steigern. Grund dafür Saponine, sekundäre Pflanzenstoffe in der Pflanze. In Tribulus terrestris konnten mindestens 16 verschiedene Saponine nachgewiesen werden. Der effektivste in Bezug auf Testosteron ist das Protodioskin. Es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass das Testosteron durch den Konsum von Tribulus terrestris steigt. Aber man weiß, dass das luteinisierende Hormon gesteigert wird, welches den Abbau von Testosteron verhindert, sobald wir mehr haben, als wir benötigen. Demnach wäre ein erhöhter Testosteronspiegel durchaus logisch. In Studien mit Ratten konnte nach der Gabe einer angepassten Menge an Tribulus ein erhöhtes Sexualverlangen festgestellt werden, sowie ein erhöhter Testosteronspiegel. Bei Menschen waren die Studien so ziemlich gegenteilig. Dies ist auch mit den verschiedenen Tribulus-Präparaten sowie dessen unterschiedlichen Mengen an Saponinen zu begründen. Die Dosisempfehlung beträgt etwa 2,5 Gramm am Tag. Nebenwirkungen sind nicht bekannt, bis auf, bedingt durch einen eventuell gleichzeitigen Östrogenanstieg, einer erhöhten Wasserspeicherung und weiblichen Brust bei Mann, was uncool wäre. Man sollte demnach auf keinen Fall mehr als 2,5 Gramm am Tag zu sich nehmen, da dies den gegenteiligen Effekt haben könnte. Und das wollen wir nicht. Wer übrigens auf Nummer sicher gehen will, nimmt Tribulus zyklisch, 4 Wochen ein, dann 4 Wochen Pause und so weiter. So spart man nicht nur Geld, man verhindert auch, dass der Körper sich zu sehr daran gewöhnt. Was ich noch sagen kann, bei Präparaten aus dem Ausland sollte man vorsichtig sein, da immer wieder andere Substanzen, vor allem auch verbotene, darin festgestellt wurden. In diesem Sinne, probiert's aus oder nicht, bis zum nächsten Mal, peace out.